Ey Freunde, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr seht hier vier Karten vor mir. Diese vier Karten gehen alle zu PGS. Das nächste Grading-Video, es ist soweit. Wir werden jetzt ganz kurz hier im Vorhinein der Vergangenheits-WBX wird sich jetzt hier die Karten einmal anschauen, die nach dem Zustand bewerten. Und dann seht ihr gleich die Zukunfts-WBX mit den gegradeten Karten, die zurückgekommen sind. Und schauen wir mal, was die dann wirklich für Noten bekommen haben. Und ja, ich würde sagen, fangen wir an mit der ersten Karte. Die heißt hier What a Piece of Junk. Und ist eine zu 25 nummerierte Karte aus Topps Chrome Galaxy 2023. Die Karte habe ich selber gekauft, international gekauft, wieder über 30 Euro Versand bezahlt. Absolut dumm eigentlich, war ein Misskauf. Aber zumindest habe ich die Karte jetzt. Ich bin gespannt, was sie bekommen wird. Centering schaut sehr gut aus, würde ich sagen. Ich habe jetzt auch keine Kratzer gesehen. Deswegen eine 9 ist das auf jeden Fall. Ich würde sogar sagen 9 bis 9,5. Ich würde hier sagen, ich gehe mit einer 9,5. Vielleicht sogar das ein oder andere 10er Grade, also Subgrade. Ihr wisst ja, wir laufen dem Ziel hinterher, mal die erste 10 zu graden. Das wäre vielleicht natürlich auch geil, hier die erste 10 zu bekommen. Aber ich glaube, es reicht hier auf jeden Fall für eine 9,5. Und das wäre jetzt auch meine Prediction für diese Karte, für diesen orangenen Refraktor. Machen wir weiter mit der nächsten Karte, auch zu Topps Chrome Galaxy 223. Die Karte ist jetzt nicht so viel wert, habe ich auch relativ günstig bekommen, aber dieses Artwork ist einfach wunderschön. Ich feiere ja diese Scout-Truppler hier im Wald von Endor, und jetzt schaut euch mal die Nummerierung an. 199 von 199 ist natürlich eine absolut legendäre Schnapsnummer, und dementsprechend, ja, geht die auch zum Grading, auch wegen dieser Nummer unter anderem, ist natürlich legendär. Hier würde ich den Zustand ähnlich sehen. Sieht auch eigentlich echt gut aus. Ich würde hier auch mit 9 bis 9,5 gehen. Ist natürlich, ja, doch, der Zustand ist gut. Ich habe keinen großen Kratzer gesehen. Vielleicht die Holofläche ist halt, die ist halt extrem groß und so glänzend. Es kann halt sein, dass da so Mikrokratzer drin sind, das PGS dann natürlich nur unter dem Licht sieht. Deswegen, wenn wir Pech haben, ist es halt nur eine 9. Aber auch hier würde ich mir eine 9,5 wünschen. Und wunderschöne Karte, kann man absolut nichts gegen sagen. So, die einzige Forstatex-Karte habe ich tatsächlich mehrmals und habe mir hier einen guten rausgesucht, der jetzt auch zum Grading geht. Es ist nämlich Movie-Serie 2 Mace Windu, absolut legendäre Karte. Die ist tatsächlich schon anscheinend auf eBay für 90 Euro gegangen. Das ist die Karte nicht wert. Ich würde sie sogar maximal 50 Euro schätzen, was sie wert ist. Krass auf jeden Fall, wie die Karte im Wert gestiegen ist. Ist die einzige limitierte Karte von Mace Windu tatsächlich. Das macht sie so besonders. Samuel Jackson natürlich hier. Ich bin gespannt. Hier ist natürlich wieder, es ist halt Force Attacks, ne? Die Qualität ist nicht die beste. Und deshalb gehe ich hier mit einer 9,0. Weil doch gewisse Mankos da sind. Ich glaube, schlechter als eine 9 dürfte es nicht sein. Aber ich habe jetzt auch nichts Großes gesehen. Centering schaut auch gar nicht so schlecht aus. Ich gehe bei diesem Mace Windu für eine solide 9,0. Und ja, schauen wir mal, ob es doch vielleicht sogar für mehr reicht. Bin sehr gespannt auf jeden Fall. So, dann, unsere letzte, unsere vierte Karte, die auch zu PGS geht. Es ist Yoda 87 aus 150, Topps Chrome Galaxy 2022. Und eine wunderschöne Karte. Schaut euch diesen Effekt an, diesen Atomic Refraktor Look. Ich habe hier die Befürchtung, die Karte wird keine 9, weil doch vielleicht irgendwo ein Kratzer auf der Holofläche ist, den ich nicht gesehen habe. Das ist halt hier sehr schwer. Es könnte eine 9,5 sein, genauso aber auch eine 8,5. Ich kann ja nichts sagen. Irgendwo 8,5 bis 9,5 wird sie wahrscheinlich liegen, je nachdem wie viele Kratzer drauf sind. Ich lasse mich hier einfach überraschen. Werde ich enttäuscht oder wird's geil? Karte ist auf jeden Fall legendär und wunderschön. Und ja, Freunde, ich würde sagen, dann sehen wir uns gleich in der Zukunft, wenn die Karten zurück sind. Und schauen wir mal, was wir für ein Ergebnis bekommen. Ey Freunde, und da sind die Karten wieder zurück. Ganz kurz, ich habe eine kleine Änderung noch gemacht. Ich habe hier doch noch eine andere Karte eingeschickt als die Pursuit-Karte oder wie die hieß mit dem Scout-Truppler. Ich habe mich doch für die Karte hier entschieden. Welche das ist, seht ihr jetzt gleich hier am Anfang. Und es ist nämlich eine Bounty-Hunter-Karte, nummeriert zu 99, auch aus Topps Chrome Galaxy, die mir dann doch kurzfristig noch besser gefallen hat. War so eine kleine, spontane Entscheidung. Ja, schauen wir, was wir hier für eine Bewertung bekommen haben. Letztes Mal beim PGS war ich wirklich sehr enttäuscht von den Bewertungen. Die waren alle unter der Erwartung. Und deshalb, ja, ich bin sehr gespannt, ich bin optimistisch, dass es dieses Mal vielleicht besser gelaufen ist. Für die Karte, die sah mir wirklich fast perfekt aus. Also wenn das, müsste eigentlich eine 9,5 sein, das wäre so, was ich mir gar gewünscht hätte. Schauen wir mal rein,
was der PGS-Typ dazu gesagt hat. Weil schaut euch mal die Karte an, die sieht schon echt geil aus. Hier zu diesem Spiel von damals, Star Wars Bounty Hunter, mit einem richtig geilen Jango Fett Artwork. Und ja, schauen wir, was wir Centering und Edges haben. Ja, es geht sehr schlecht los. Wir haben sowohl Centering als auch Edges eine 8,5. Was sagt Corners und Surface? Das ist eine 8,5. Wow. Also das ist schon wieder eine fette Enttäuschung. Wie das eine 8,5 sein kann, ich habe die, alles daran sah perfekt aus. Ja, PGS sagt aber, das ist maximal eine 8,5. Ich verstehe es nicht. Also das ist irgendwie, ich weiß nicht, ob die deutlich strenger geworden sind, als dass ich das, wo ich das letzte Mal Karten eingeschickt habe, aber das muss mir mal bitte einer erklären, in welcher Welt das eine 8,5 ist. Das Centering gehört hier natürlich so, das ist absichtlich so, aber ich habe das extra ausgemessen, es sah perfekt aus, wie das Centering 8,5. Anscheinend ist irgendwas an den Edges schlecht. Sorry, aber die Edges sehen einfach perfekt aus für mich. Ich sehe hier nicht ein bisschen Whitening. Die Ecken sehen auch richtig geil aus, die Corners. Sind auch. Die Corners sind eine 8. Guckt euch mal bitte die Corners an. Die Corners sehen perfekt aus. Wie sollen die Corners denn bitte noch perfekter sein? Wo ist hier irgendein Schaden? Erklär mir das mal. Ach ja. Erste Karte, wieder komplette Enttäuschung, 8,5. Gehen wir rein mit der nächsten Karte. What a piece of junk. Hier habe ich gesagt, das ist eine 10er-Karte für mich. Wahrscheinlich ist es jetzt auch nur eine 8,5, weil ich anscheinend bin ich zu inkompetente Karten so zu bewerten. Und ja, dann schauen wir rein. Ich erwarte jetzt einfach gar nichts. Ich kann eh nicht mehr enttäuscht werden. Lass mich raten, Centering 8,5. Centering 9, okay, immerhin diesmal nicht ganz so schlechtes Centering. Edges 9,5. Corners und Surface, jeweils eine 9. Und damit ist es auch insgesamt eine 9. Ja, immer noch unter den Erwartungen. Nicht mal eine 9,5 insgesamt. Gut, was soll man dazu sagen? Immerhin ist es keine 8,5 wie der Kollege hier. Aber ja, eine 9. Und damit war es dann wahrscheinlich auch mit den 10ern. Die nächsten zwei Karten werden bestimmt keine 10. Damit wieder bleibt es wohl dabei, dass es keine 10 geben wird. Das hier ist der Mace Windu. Schauen wir mal, was sie zu dem Mace Windu sagen. Also wenn die Karte hier eine 8,5 ist, dann müsste das ja eigentlich eine 8 oder eine 7,5 sein. Weil die Karte ist definitiv deutlich schlechter als hier der Bounty Hunter. Schauen wir rein, was sie hier jetzt zu Centering und Edges sagen. Ja, wieder Centering bodenlos beschissen und hier Edges eine 9. Corner Surface 9,9. Und damit ist es halt auch einfach eine 9 und die Karte ist besser als die Bounty Hunter Karte. Also ja, was soll man dazu sagen? Also ich finde es... Ich verstehe es nicht. Vielleicht hat der Creator da irgendwas gesehen, was ich nicht gesehen habe. Ist ja auch okay. Aber leider auch ein bisschen enttäuschend. Die 9 ist okay. Natürlich, darüber freue ich mich. Aber halt im Vergleich zu den beiden Karten, dass sie dieselbe Bewertung bekommen, muss ich in dem Fall nicht verstehen. Und dann unsere letzte Karte. Und ich muss auch ehrlich sagen, hier setze ich ein bisschen die meiste Hoffnung rein, weil das auch die wertvollste Karte ist. Hier wäre eine 8,5 schon ein ziemlicher Bruch. Also das, bitte, bitte, bitte ist das wenigstens eine 9. Please. Weil diese Karte ist schon echt wunderschön. Hier der Yoda. Komm schon. Centering und Edges. Oh, 8,5 im Centering. Bitte, 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 bitte. Was sagt die Körner und die Surface? 9,5 und das ist eine 9. Okay, es ist immerhin eine 9 und keine 8,5. Das ist okay. Das ist gut. Eine 9 nehme ich hier definitiv mit. Hier beim Yoda. Hier als Atomic Refractor. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Okay, insgesamt, die beiden Karten sind so zufrieden. Die nehme ich mit. Boba Fett kann ich kein bisschen nachvollziehen, in welcher Welt das eine 8,5 sein soll. Und eine 9 ist auch in Ordnung. Aber wie gesagt, leider auch wieder weit gefehlt vorbei an der 10. Aber ich muss sagen, immerhin ein bisschen mehr zufrieden als beim letzten, bei der letzten Creating-Einsendung. Aber gut, so ist es nun mal. Ich möchte mich nicht beschweren. Danke, dass ihr wieder dabei wart. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Und bis dahin, möge die Macht mit euch sein.